Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß nicht, der letzte Beitrag hat mich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, dass man den Einsatz von Fipronil in der Lebensmittelproduktion quasi damit auch noch entschuldigt, dass man sagt, naja, bei Hunden kann man es ja einsetzen, so gefährlich kann es ja nicht sein. Ich glaube, Konsens von den allermeisten hier ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass Gifte überhaupt nicht in Lebensmitteln auftauchen. Und das ist der Idealzustand. Und Grenzwerte sind nicht dazu da, zu sagen, ja, bis dahin kann es ja ruhig sein, sondern Grenzwerte sind dazu da, um festzulegen, wo es gefährlich ist. Aber unser Ziel ist es, dass diese Stoffe überhaupt nicht in Lebensmitteln drin sind. Der Punkt ist, das ist an der Stelle relativ egal. Es geht darum, ob Giftstoffe in Lebensmitteln sein sollten oder nicht. Und das Entscheidende aus unserer Sicht ist, zwei Worte sind bei diesem Vorkommnis entscheidend: Glück und Zufall. Ich glaube, wir haben insofern Glück gehabt, dass keine Betriebe hier aus Nordrhein-Westfalen betroffen waren. Es war gleichzeitig auch ein Zufall, dass der Stoff Fipronil überhaupt in den Eiern entdeckt worden ist. Denn niemand hat gezielt danach gesucht, weil der Stoff Fipronil ja gar nicht erlaubt ist in der Produktion. Das heißt, an der Stelle ist sehr wohl Verbesserungsbedarf da. Natürlich müssen wir uns überlegen, wie können wir die Nahrungsmittelkette sicherer machen? Wo müssen wir genau kontrollieren? Reicht es aus, dass wir in den letzten 30 Jahren die Kontrollen der Betriebe, der landwirtschaftlichen Betriebe, immer weiter intensiviert haben? Gleichzeitig scheinen aber diese Dienstleister, die ja auch immer mehr geworden sind in der ganzen Kette, scheinen die aber Schlupflöcher immer wieder zu finden und aktiv werden zu können und solche kriminellen Dinge machen zu können. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dass wir da rangehen und dass wir diese Betriebe stärker kontrollieren. Gleichzeitig auch noch mal wichtig aus unserer Sicht, was da abgelaufen ist zwischen den EU-Ländern, also was Belgien und die Niederlande, was die sich erlaubt haben, finde ich schon ein starkes Stück. Wir haben ein Instrument, das heißt Schnellwarnsystem. Und diese Länder, Frau Ministerin, Sie haben das ja im Ausschuss berichtet, leisten es sich, dass sie erst mal 8 Monate gar nichts preisgeben. Null, nichts. Wir wissen nichts. Und das kann nicht sein. Ein Schnellwarnsystem muss auch schnell mit Informationen angefüllt werden. Ich will aber auch einen Satz sagen zu dem Punkt, Größe von Systemen. Ich glaube schon, dass man feststellen kann, dass diese Betriebe, gerade die Geflügelhaltung, ist eben agrarindustriell aufgestellt. Die Betriebe legen Händehaltungsbetriebe. In den Niederlanden, in Belgien sind Betriebe mit 200.000, 300.000 Tieren. Das sind große Bestände. Und der Infektionsdruck in diesen Betrieben ist mit Sicherheit größer als in kleineren Einheiten. Ich habe dann auch gelesen von Betrieben, das werden Sie vielleicht auch in Ihren Lokalzeitungen gelesen haben, die Journalisten sind ja losgegangen, haben ja die kleineren Betriebe, die es ja lokal auch noch gibt, mal gefragt, wie macht ihr das denn? So, und bei uns war in der Presse dann auch ein Bericht, 3 Betriebe haben wir da, die Bestände haben von ungefähr 1.000 bis 6.000 Legehennen. Die wurden gefragt, ja, setzt ihr auch Reinigungsdesinfektionsmittel ein? Die haben gesagt, na, wir machen unseren Stall erstens selber sauber. Wir wissen also selbst, was wir tun. Und ein Betrieb hat gesagt, wir machen das grundsätzlich nur mit dem Hochdruckreiniger, also nur mit Wasser. Ein anderer hat gesagt, wir machen es mit Silikatstäuben. Also da ist schon ein großer Unterschied, ob ich als Betriebsinhaber das selbst verantworte oder ob ich Subunternehmer an der Stelle beauftrage. Das ist ein Risiko, das wir an der Stelle haben. Da müssen wir, glaube ich, deutlich stärker noch mal hingucken zukünftig. Denn die Betriebe haben immer mehr Dienstleister, die Vorleistungen erbringen. Da müssen wir eben noch mal ran. Der SPD-Antrag, ich glaube im Gegensatz zu Ihnen, dass der SPD-Antrag richtig ist, dass wir uns sehr wohl über diese Dinge unterhalten müssen. Die Kennzeichnung, die Kritik teile ich durchaus. Die Kennzeichnung an sich halte ich für richtig. Sie hätte uns aber in der Tat jetzt hier an diesem Fall nicht geholfen. Das ist richtig. Trotzdem sollten wir den Weg der Kennzeichnung weitergehen. Die Menschen wollen einfach wissen, woher ihre Nahrungsmittel kommen. Und das ist ein Anspruch, den die Menschen haben, den wir erfüllen sollten an der Stelle. Ich würde mich daher freuen, wenn wir den Antrag gemeinsam beraten, die Punkte auch zielführend miteinander beraten. Und ich bin auch gespannt, ich habe heute ja schon einiges gehört aus der CDU-Fraktion zum Gutachten Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik. Ich habe das bislang eher immer so wahrgenommen, dass es da
eher kritische Anmerkungen zugab. Jetzt äußern Sie sich da durchaus positiv, dass das doch ein Antrieb ist. Das sagen wir seit langem. Ich finde das gut, wenn wir uns dann auf den Weg begeben, hier voranzukommen. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.